es losgeht, machen wir mit euch den TOTO. Also, wir sehen uns. Bis gleich. Bye. Theo, Theo ist fit wie ein Turnschuh und alle machen mit. Stepp nach rechts, stepp nach links, stepp nach rechts, stepp nach links, denn das bringt's. Wir kommen! Lauf, 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 Theo, lauf, 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 wärm dich auf, auf, das muss sein. Und nun geht es kreuz und quer, immer hin und immer her. Hey, das Laufen macht schon Spaß, komm, wir geben noch. Und alle machen mit. Stepp nach rechts, stepp nach links, stepp nach rechts, stepp nach links, denn das bringt's. Und weiter! Dann kommt der Hampelmann, fängt zu hampeln an, das ist cool. Mensch, wer hätte das gedacht, dass es so viel Freude macht, mal ein Hampelmann zu sein, echter Spaß für groß und klein. Theo, Theo und alle machen mit. Stepp nach rechts, stepp nach links, stepp nach rechts, stepp nach links, denn das bringt's. Jetzt alle! 1, 2, 3, mach den Butterfly, komm und sei dabei, hier im Team. Dann die Beine hoch hinauf, komm, mach mit und hör nicht auf. Hey, der Theo weiß das schon, das bringt Spaß und Kondition. Theo, Theo ein Turnschuh und alle machen mit. Stepp nach rechts, so, so. Stepp nach links, ja, ja. Stepp nach rechts, stepp nach links, denn das bringt's. Wir wollen mehr! Jetzt geht's los, mach dich riesengroß, das ist echt famos, wie man sieht. Und dann mach dich klitzeklein, kriech ins Mauseloch hinein und dann geht's mit viel Rabatz wieder hoch mit einem Satz. Theo, Theo und alle machen mit. Stepp nach rechts, so, so. Stepp nach links, ja, ja. Stepp nach rechts, stepp nach links, denn das bringt's. Oh, 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 setz dich auf den Po, mach es einfach so wie jetzt ich. Denn jetzt kommt, was kommen muss, jetzt ist langsam wieder Schluss mit dem Fitness-Superhit, doch mit Theo sind wir fit. Ja. Super fit! Ist mir irgendwie ganz schön kalt. Weißt du, woran das liegen könnte? Haben wir noch Januar? Ich glaube, wir haben noch Januar. Oh. Der Januar ist im Winter. Das ist immer ganz kalt und wenn wir Glück haben, ist er auch Schnee. Mhm. Und der Januar, der hat auch noch 31 Tage. Weißt du, was wir im Januar machen können, wenn wir Schnee haben? Wir können Schneemann bauen. Richtig. Weißt du, welche Übung das am besten passt? Ich glaube, die Kniebeuge ist ganz gut. Genau. Also, Hände nach vorne. Wir gehen in die Hocke. Und dann nehmen wir hier eine Schneekugel und setzen die dann auf den anderen, auf den unteren Schneeball drauf. Genau. Und wenn ihr in die Hocke geht, darauf achten, nicht die Knie nach vorne, sondern den Po nach hinten. Nehmt die Kugel, setzen sie oben. Genau. Wir wollen einen ganz riesigen Schneeball bauen, also machen wir das mal so. Genau. Schneemann ist groß genug. Ja. Ich glaube, als nächstes kommt der Februar. Ja, und das ist der nächste Monat. Mal gucken, was uns da erwartet. Mal gucken. Hallihallo, da sind wir wieder. Ihr habt euch bestimmt gewundert, warum wir so komisch aussehen. Ja, weiß ich auch nicht, warum ich das gemacht. Seit Februar haben wir jetzt und im Februar feiert man immer Fasching. Und ihr wart vielleicht sogar bei uns beim Fasching im Vierstädter Bauernhaus. Da haben wir mit dem J-Team nämlich ordentlich gefeiert und ich glaube, dass ganz viele von euch auch da waren. Genau, da können wir jetzt schon mal sagen, das wird auf jeden Fall nächstes Jahr wieder stattfinden. Ganz genau.
genau. Haben wir richtig gut gemacht. Und auf jeden Fall auch wieder im Küche der Bauernhof. Könnt ihr also Mama und Papa schon mal Bescheid sagen. Wir wollen nächstes Jahr wieder zu Kinderfasching. Genau. Und damit wir uns richtig einstimmen können, tanzen wir, mit euch jetzt einmal Cowboy und Indianer. Auf geht's! Ohne Rast und ohne Ziel. Hast du mich umzingelt, werd ich mich ergeben. Stell mich an wie ein Marterpfahl. Komm, hol das Lasso raus, so wie beim ersten Mal. So wie ein Cowboy in der Einsamkeit, auf seiner Suche nach Geborgenheit. Reite ich immer weiter gegen den Wind, so lange bis ich endlich bei dir bin. Für dich ist mir kein Weg zu weit, bei dir vergesse ich die Zeit. Nun bin ich da und ich höre nur, wie du sagst: Komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer, wir reiten um die Wette. Hast du mich umzingelt, werd ich mich ergeben. Stell mich an wie ein Marterpfahl. Komm, hol das Lasso raus, so wie beim ersten Mal. So wie ein Cowboy in der fremden Stadt, in der die Angst noch einen Namen hat. Bin wie besessen auf der Suche nach dir. Jede Gefahr nehme ich ins Visier. Für dich ist mir kein Weg zu weit, bei dir vergesse ich die Zeit. Nun bin ich da und ich höre nur, wie du sagst: Komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Wir reiten um die Wette, ohne Rast und ohne Ziel. Hast du mich umzingelt, werd ich mich ergeben. Stell mich an wie ein Marterpfahl. Komm, hol das Lasso raus, so wie beim ersten Mal. Komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Wir reiten um die Wette, ohne Rast und ohne Ziel. Hast du mich umzingelt, werd ich mich ergeben. Stell mich an wie ein Marterpfahl. Komm, hol das Lasso raus, so wie beim ersten Mal. Wuhu! Sehr schön! Also wir sind schon richtig im Faschingsfieber und können kaum erwarten, dass der Frühling wiederkommt und wir im Februar wieder Fasching feiern können. Genau! Wir machen weiter mit dem nächsten Monat und das ist der März. Auf geht's! Hallo, da sind wir wieder. Wir sind jetzt im März angekommen und der März hat 31 Tage und am 23. März ist sogar Frühlingsanfang. Das heißt, es wird wärmer und die Blumen wachsen wieder. Und wir wollen jetzt auch mit euch zusammen wachsen. Genau. Also, dazu gehen wir in die Hocke, nehmen unsere Hände nach oben, gehen dann, springen dann nach oben, machen Hände auseinander und dann sind wir auch geblüht. Genau. Mal los. Und die Blume blüht. Jetzt sind wir wieder ganz und klein nochmal. Und wachsen nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Ja. Und nochmal. Und nochmal. Ja. Und nochmal. Einmal geht nach oben. Ja, geht auch.
Laubkett sind, ist die ganze Wiese voller Blumen, richtig schön. Genau. Vollgewachsen. So, Wiese blüht, der März vorbei und im April geht es jetzt weiter. April, April! Er macht, was er will. Im April ist es zwar schon Frühling, aber man kann total warme Tage haben und total kalte Tage haben. Aber was immer im April ist, ist... Naja, meistens im April zumindest. Ja gut, das stimmt. Meistens im April. Dies Jahr zum Beispiel war es auch im April. War Ostern. Mhm. Und deswegen wollen wir mit euch heute nochmal ein paar Ostereier sammeln. Und das geht so, dass wir immer ein bisschen laufen und die Ostereier aufsammeln. Wir nehmen das Osterei zum Beispiel links, laufen ein bisschen und nehmen das Osterei rechts. Laufen ein bisschen, nehmen das Osterei links und rechts. Links. Und das macht ihr zu Hause auch. Und vielleicht findet ihr dann sogar ein Osterei, das euch geflogen kommt. Ich hab eins. Ich auch. Wow. Wenn ihr auch bei Mamas Deko noch ein paar Ostereier gefunden habt, könnt ihr sie dann bei Mama auf den Tisch legen, weil das soll jetzt auch erstmal reichen. Wir haben ein paar Ostereier gesammelt. Und dann geht's weiter mit dem Mai. Bis gleich! Wir sind jetzt schon im Mai. Ja. Der Mai wird meistens immer ganz, ganz schön warm. Da ist auch viel Sonne. Was sagt man, wenn es warm und viel Sonne ist? Ja. Und die wollen wir jetzt auch nicht einfach mit jedem der 31 Tage im Mai machen. Ja, dann legen wir uns auf den Rücken. Bringen wir die Beine an und fahren Fahrrad. In die Füße, die treten ganz doll in die Pedale. Und dann rein, wir kommen los. Und mal kling, ding, ding, ding. Ich mach vorbei. Ja. Und wo wollen wir eigentlich hinradeln? Erstmal einfach los. Okay, das ist eine gute Einstellung. Wir fahren sehen, wo wir unsere Fahrräder so hindrehen. Ja. Wow. Ich bin hier vorbei. Also, hier ist ein kleines Waldstück. Dann nehme ich mal den Schnee an. Oh, aber der Schneemann war echt schön. Ja, der war schön. Guck mal, da vorne ist natürlich der Bauernhof, da haben wir Fasching gefeiert. Ja, aber das reicht auch total. Ja. Ich kann schon gar nicht mehr. Ja. Dann lass uns mal warten, bis der nächste Monat anbricht. Weißt du, welcher das ist? Das ist, glaube ich, der Juni. Genau. Dann bis dann. Oh, ist mir warm. Ja, auch, aber eigentlich ist ja auch kein Wunder, wenn man drüber nachdenkt, dass im Juni der Sommer anfängt, oder? Echt? Ja, am ist es schon soweit? Ja, am 20. Juni fängt der Sommer an. Wie viele Tage hat der Juni noch? 30. Dann haben wir ja nur 10 Tage offiziell Sommer. Ja, aber das Wetter. Manchmal hat man auch schon früh im Sommer. Und danach ja auch. Danach auch. Ich habe richtig Lust auf dem Eis. Ich auch. Und weißt du was? Ich habe eben gerade, glaube ich, den Eiswagen gehört. Wenn wir Glück haben und uns beeilen, kriegen wir den vielleicht noch, dann können wir uns auf dem Eis abholen. Oh, dann stellen wir uns mal schnell hin. Oh, Handtuch umhängen und rennen dem Eiswagen hinterher. Oh, ich sehe ihn! Ja! Oh, ich sehe ihn! Oh, sehr schön. So. Oh, so viel Auswahl. Welches Eis soll ich denn da jetzt nehmen? Ich glaube, ich nehme das hier. Und ich nehme das. Danke, lieber Eismann. Dankeschön. Ach, dann lass uns doch jetzt noch eine Runde spazieren gehen und dabei das Eis aufessen. Genau. Auf seiner Suche nach Geborgenheit reite ich immer weiter gegen den Wind, so lange bis ich endlich bei dir bin. Für dich ist mir kein Weg zu weit, bei dir vergesse ich die Zeit. Nun bin ich da und ich höre nur, wie du sagst.
komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Wir reiten um die Wette, ohne Rast und ohne Ziel. Hast du mich umzingelt, werde ich mich ergeben. Stell mich an wie ein Marterpfahl. Komm, hol das Lasso raus, so wie beim ersten Mal. So wie ein Cowboy in der fremden Stadt, in der die Angst noch einen Namen hat. Bin wie besessen auf der Suche nach dir. Jede Gefahr nehme ich ins Visier. Für dich ist mir kein Weg zu weit. Bei dir vergesse ich die Zeit. Nun bin ich da und ich höre nur, wie du sagst. Komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Wir reiten um die Wette, ohne Rast und ohne Ziel. Hast du mich umzingelt, werde ich mich ergeben. Stell mich an wie ein Marterpfahl. Komm, hol das Lasso raus, so wie beim ersten Mal. Komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Wir reiten um die Wette, ohne Rast und ohne Ziel. Hast du mich umzingelt, werde ich mich ergeben. Stell mich an wie ein Marterpfahl. Komm, hol das Lasso raus, so wie beim ersten Mal. Boah, da am Strand, da war ja voll die Party. Aber sowas von. Ich habe auch noch einige Rippen im Kopf. Deswegen glaube ich, wenn ich sie jetzt vorklatsche, dass ihr die richtig gut nachklatschen könnt. Also Achtung, Achtung! Was mal, ich glaube, dafür muss ich meine Hand machen. Ich glaube auch. Und die Sonnenbrille. Huh! So. Okay, Achtung, Achtung! Arme und Beine ausschütteln. Und los geht's! Okay! Okay, konntet ihr das auch so schnell wie Sommer? Gucken wir nochmal. Alle zusammen. Das ging ganz gut, oder? Einmal noch. Sehr schön. Aber ich habe noch einen Rhythmus. Und zwar mit den Füßen. Okay. Und jetzt ihr. Sehr schön. Machen wir nochmal zusammen. Und los geht's. Und nochmal. Sehr gut, ich glaube, das war gar nicht schlecht. Aber wir machen noch eine Profi-Aufgabe, okay? So, nochmal Hände, Füße. Okay, okay, okay. Und. Oh, das war wirklich eine Profi-Aufgabe. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Sehr schön, alle zusammen. Und nochmal. Ich glaube, das klingt richtig gut, ne? Ich denke auch. Und weil wir heute so viel gelernt haben, mache ich das vielleicht mit dem Klatschen auch schon, weil der Kopf ja schon so viel mitgedacht hat. Wir waren ja heute wieder unterwegs, das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch unsere Hände waschen. Und ich glaube, dazu rufen wir nochmal unsere Jungs herein. Also, ihr seid dran! Hände waschen muss ein jedes Kind. Hände waschen, bis sie sauber sind. Nun sind die Hände sauber, ja, doch leider ist kein Handtuch da. Drum müssen wir sie schütteln, 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 schütteln. Drum müssen wir sie schütteln, bis dass sie trocken sind. Und jetzt die Haare. Haare waschen muss ein jedes Kind. Haare waschen, bis sie sauber sind. Nun sind die Haare sauber, ja, doch leider ist kein Handtuch da. Was machen wir da? Drum müssen wir sie schütteln, 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 schütteln. Drum müssen wir sie schütteln, bis das
die Füße? Füße waschen muss ein jedes Kind. Füße waschen, bis sie sauber sind. Nun sind die Füße sauber, ja, doch leider ist kein Handtuch da. Und nun? Drum müssen wir sie schütteln, 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 schütteln. Drum müssen wir sie schütteln, bis dass sie trocken sind. Und auch den Popo. Popo waschen muss ein jedes Kind. Popo waschen, bis er sauber ist. Nun ist der Popo sauber, ja, doch leider ist kein Handtuch da. Aber ich weiß was. Drum müssen wir ihn schütteln, 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 schütteln. Drum müssen wir ihn schütteln, bis dass er trocken ist. So, jetzt sind wir wieder ganz sauber, nachdem wir auf dem Strand waren. Es ist sonst ganz viel Sand überall. Aber jetzt ist schön überall weg. Und dann würde ich sagen, vielleicht auch für euch Sport. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.